So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass auch in der dritten Woche noch morgens um 8 Uhr oder 8.10 Uhr immer noch so viele Leute hier zur Vorlesung kommen, obwohl die Vorlesung aufgezeichnet wird. Ich weiß, dass einige von Ihnen, zumindest einige von Ihnen, einen weiteren Anfahrtsweg hat. Ich weiß auch, dass einige von Ihnen keine Frühaufsteher sind. Ich weiß das sehr zu würdigen, dass doch so viele Leute kommen, und würde mich freuen, wenn Sie weiterhin die Vorlesung so interessant finden oder so wichtig finden oder so irgendwas finden, dass Sie hierher kommen, trotz dieser merkwürdigen Anfangszeit. Und sollten Sie irgendwelche Gründe sehen, warum Sie die Vorlesung jetzt weniger interessant finden im Laufe der Zeit oder weniger wichtig oder weniger sonst was, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie uns Feedback geben würden, was wir vielleicht besser machen würden. Das ist natürlich eine generelle Aussage nochmal zu allem, was wir tun, sind wir gerne dankbar für Feedback. So, es geht in dieser Veranstaltung um Algorithmen und Datenstrukturen, wie der Titel sagt. Aber einzelne Algorithmen und Datenstrukturen zu betrachten, ist eigentlich das Einfachste, das am wenigsten schwer zu verstehende an der ganzen Lehrveranstaltung. Das ist so relativ einfach, dass wir aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre sagen können, das können wir durchaus an Sie im Selbststudium mit Nabla zum großen Teil delegieren. Das müssen wir nicht unbedingt vorher in der Vorlesung betrachten. Wir können uns hier auf die schwierigen Sachen konzentrieren. Wir haben schon in vielfältiger Form in den letzten Jahren, nicht nur in der AOD, auch in anderen Lehrveranstaltungen, das so gehandhabt, dass die Leute sich zum Teil zumindest in die Algorithmen selber mit Nabla hineindenken sollten, so was das Handwerkliche angeht, so die Fingerfertigkeit mit den einzelnen Algorithmen. Sie haben ja auch zu jedem dieser Algorithmen ein oder mehrere Videos in der Videothek Algorithmik, nicht nur die Vorlesungsaufzeichnung, sondern die thematischen Kurzvideos. Und es ist unsere Erfahrung, dass das alles sehr gut funktioniert. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch bei Ihnen sehr gut funktionieren wird. Ich wüsste nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Was schwieriger an der AOD ist, ist erst einmal das, was ich in den letzten Terminen gemacht hatte, also vor allem in den ersten drei Terminen, letzte Woche und davor die Woche, nämlich Programmieren in Algorithmen und Datenstrukturen, so die grundlegenden Sachen mit Verweisen, nicht, mit linearen Strukturen, wo man einfügen und löschen kann und so weiter. Das ist der erste Punkt, den haben wir jetzt in der Vorlesung soweit abgeschlossen. Wird Ihnen natürlich wieder begegnen in der Arbeit mit den Code Monkeys. Ich hoffe, ist Ihnen, den meisten von Ihnen, schon wieder begegnet in der Arbeit mit den Code Monkeys. Wird Ihnen auch wieder begegnen in der Klausur. Sie erinnern sich vom ersten Termin, da hatte ich eine Aufstellung gegeben, wie viele Punkte es wofür in der Klausur so gibt. Und 30 der 100 Punkte werden für Aufgaben dann vergeben, in denen Sie selber, so wie ich hier im Live-Coding, kleine Methoden, Algorithmen, Datenstrukturen schreiben müssen. Jetzt haben wir angefangen, ein zweites, nicht so ganz einfach zu verstehendes, aber grundlegendes Thema zu betrachten, nämlich Korrektheit von Algorithmen, dass das durchaus eine, wie soll ich sagen, eine Wissenschaft für sich ist oder meinetwegen eine Kunst für sich, vielleicht auch eine schwarze Magie, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall etwas, dem man sich widmen muss, das Ihnen auch durchaus in etwas anderer Form, vielen von Ihnen, diejenigen zumindest, die Informatik studieren, denen wird das wieder, auf jeden Fall wieder begegnen in formalen Grundlagen, Informatik irgendwo oder wie die Veranstaltung inzwischen nach der Umstellung heißt, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Anderen sicherlich auch im Laufe des Informatikstudiums, und es ist eine wichtige Verständnisgrundlage überhaupt für Informatik schlechthin, für Softwareentwicklung schlechthin und natürlich insbesondere, aber nicht nur für Algorithmen und Datenstrukturen. Denn das haben Sie ja schon gesehen, das, was wir hier so betrachten, ist im Grunde schon relevant für jede Schleife
oder jede Rekursion, die einen kleinen Tick komplizierter ist als so der elementarste Standard. Klar, wenn Sie eine Zählschleife hernehmen, for int i gleich 0, i kleiner Länge, i plus plus, da können Sie schon alles überblicken. Oder wir, ich will mich da nicht ausnehmen, da können wir schon überblicken, was da vor sich geht. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, wenn wir beispielsweise eine While-Schleife haben, bei der die Abbruchbedingung nicht so richtig klar wird, wenn kompliziertere Sachen in der Schleife passieren, als nur einmal durch alle Array-Elemente durchzugehen, ja, Sachen, die man so ein bisschen durchdenken muss, um zu verstehen, ja, meine Implementation ist korrekt, nein, ich habe einen Fehler gefunden, ja, dann sind die Gedankengänge, die ich Ihnen hier sehr, sehr breit, sehr explizit versuche zu vermitteln, sehr, sehr wichtig. Sie werden natürlich nicht dann in Zukunft, ich auch nicht, diese Gedankengänge, die ich Ihnen versuche zu vermitteln, dann in voller Breite und immer völlig explizit alles anstellen. Keine solchen Checklisten machen wahrscheinlich. Aber wichtig ist, dass Sie diese Dinge so weit in den Kopf bekommen, dass Sie da sozusagen Routine reinbekommen, dass Sie das mehr oder weniger automatisch immer mitbedenken. Dritter Punkt, auf den wir dann danach zu sprechen kommen, das wird wahrscheinlich diese Woche jetzt nichts mehr werden, dann ab nächster Woche, ist Komplexität von Algorithmen, Laufzeitverhalten von Algorithmen. Jetzt erst einmal weiter mit Korrektheit. Da hatten wir schon ein erstes Beispiel am Ende der letzten Vorlesung gesehen und wir hatten schon einen interessanten, in diesem kleinen Beispiel vielleicht noch nicht so interessanten, aber einen generell interessanten Punkt gesehen. Selbst wenn wir sagen, ja, wir haben Datentyp Long oder auch Datentyp Int und das sind ja schon ziemlich große Zahlen, ja, selbst dann ist es durchaus wichtig, es kann einem passieren, dass diese Zahlen, die man hineinbekommt als Parameter, als Parameterwerte, dass die schon zu groß sind, dass da arithmetische Überläufe passieren. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vor vielen Jahren gab es mal in den Medien Berichte, dass eine Ariane-Rakete, also diese europäischen Raketen, die in Französisch-Guayana starten, dass die mal beim Start explodiert. Was, ich glaube, beim Start explodiert ist, weiß nicht mehr ganz genau, wie die Geschichte war, weil ein arithmetischer Überlauf passiert ist, aber nicht abgefangen worden ist. Ja, also Sie sehen, wir reden hier nicht über akademische Spielereien, wir reden über Realitäten. Wenn Sie denken, was alles, wo überall auch große Zahlen vorkommen und vor allem, um bei dem Punkt nochmal zu bleiben, machen Sie sich mal klar, der Datentyp int, den wir selbstverständlich für alles Mögliche verwenden. Wenn Sie mal gucken in die Tabelle, wie groß die größte darstellbare Zahl in int ist, für den Datentyp int ist, das ist irgend sowas wie 2,4 Milliarden und ein bisschen was. Das heißt, der Datentyp int reicht nicht aus, um die Schulden der Stadt Darmstadt in Euro auszudrücken. Also wenn Sie sich das mal, gut, es ist natürlich, ich habe natürlich ein provokantes Beispiel genommen, wenn Sie sich das mal vergegenwärtigen, dass wir im realen Leben schon, okay, bei Ihren oder meinen Schulden vielleicht weniger, aber so im realen Leben durchaus schon an die Grenzen von in stoßen und in einigen Kontexten auch an die Grenzen von long, dann sehen Sie schon, dass das keine ganz unwichtige Sache ist, sich auch über so Läppigkeiten wie arithmetischer Überlauf Gedanken zu machen. Wenn Sie als Int-Wert eine Zahl oder als eine Zahl oder als egal als was eine Zahl größer 20 eingeben für die Verrechnung der Fakultät, dann kriegen Sie einen arithmetischen Überlauf heraus, selbst wenn das Ergebnis long ist. Haben wir beim letzten Mal gesehen, hat sich dann hier gezeigt, Checkliste für Wohldefiniertheit, arithmetischer Überlauf, nein, wegen dieser Vorbedingung und die anderen Punkte in dieser Checkliste, Division durch Null kann nicht passieren, wenn es gar keine Division gibt und die anderen Dinge konnten hier auch nicht passieren. Ja, das sind so die typischen Situationen bei algorithmischem Code. Wenn Sie eine andere Art von Code schreiben, beispielsweise Benutzerschnittstellen, dann würden Sie eine andere Liste von Exceptions, von Runtime Exceptions im Kopf haben müssen, um zu prüfen,
ob das jetzt alles wirklich funktioniert oder nicht. Natürlich auch Division durch Null kann zum Beispiel auch bei Benutzerschnittstellen passieren. Wenn Sie mit Pixelkoordinaten hantieren, kann ganz schnell mal passieren, dass Sie irgendwo dividieren und dass die Zahl, durch die Sie dividieren, in bestimmten Situationen Null ist. Ja, auch da kann Division durch Null beispielsweise durchaus passieren. So, und natürlich immer mit Bedenken, könnte noch irgendeine andere die Runtime Exception geworfen werden, die nicht auf der Checkliste steht. Und das Beispiel ist natürlich übersichtlich genug, um sich klar zu machen, nein, kann eigentlich nicht passieren. So, die anderen Punkte brauchen wir nicht mehr weiter durchzugehen. Vielleicht, wir können eigentlich gleich zum nächsten Beispiel gehen. Wir bleiben noch ein bisschen im einfachen Bereich Fibonacci-Zahlen. Da sehen Sie schon mal dieselbe Problematik. Allerdings nicht gleich bei n gleich 21, sondern erst bei n gleich 93. Hier ist nochmal der maximale Longwert, den wir eben schon mal hatten. Und wenn wir uns angucken, was ist die Fibonacci-Zahl von 92, dann kriegen wir eine Zahl kurz drunter. Und was ist die Fibonacci-Zahl von 93, dann kriegen wir eine Zahl kurz darüber. Oder gar nicht so kurz darüber. Also müssen wir hier feststellen, entsprechend n darf nicht größer als 92 werden, solange der Rückgabetyp long ist. Es gibt auch in der Java API eine Klasse, Big Integer, glaube ich, heißt die. Da können Sie beliebig große Integerzahlen mit darstellen. Hat natürlich dann den Nachteil, Sie müssen den Kompromiss schließen, dass dann die Laufzeit runtergeht. Dass die Laufzeit bei Weitem nicht so gut ist, wie hier mit den eingebauten Datentypen wie int und long. So, was ist die Fibonacci-Zahl zu einer gegebenen Zahl n? Das kennen Sie aus der Mathematik, wo auch immer her. Es gibt verschiedene, leicht unterschiedliche Definitionen von Fibonacci-Zahl. Deshalb ist es sinnvoll, das immer noch mal hinzuschreiben, damit der Nutzer dieser Methode weiß, welcher Definition ich hier bei der Implementation gefolgt bin, beziehungsweise natürlich muss ich dann dieser Definition auch folgen. Ja, eine Definition hernehmen für die Dokumentation der Methode und eine andere Version implementieren, ist schlecht, aber sieht man manchmal leider auch. So, versuchen wir das nochmal zu implementieren als Schleife. Also wir sind hier bei iterativ. So, müssen wir uns Gedanken dazu machen. Gut, der Anfang ist erstmal klar. Wenn der Eingabewert 0 oder 1 ist, n gleich 0 oder n gleich 1, dann, es sind ja zwei verschiedene Werte, dann, ich hätte es in 1 reinpacken können, indem ich nämlich das zurückliefere, was das n ist. N gleich 1, return n. Nicht? Kann nicht schief gehen. N kleiner 0 brauchen wir nicht abzuprüfen, weil Vorbedingung ist, dass n größer gleich 0 ist. Wenn der Nutzer der Methode diese Vorbedingung nicht erfüllt, als sein Teil des Vertrags, bin ich als Implementierer dieser Methode auch nicht verpflichtet, meinen Teil zu erfüllen und dann die Fibonacci-Zahl oder irgendwas Sinnvolles zu machen. Natürlich, in einem größeren Projekt ist es sinnvoll, defensiv zu programmieren und auch den Fall n kleiner 0 abzufangen. Für den Fall, ja, denken Sie an Steuerungssoftware für ein Atomkraftwerk. Da wäre es schlecht, wenn die Software abstürzt und sich nicht wieder fängt, nur weil an irgendeiner Stelle eine Eingabe, ein Parameterwert kommt, der nicht vorgesehen war. Also natürlich werden Sie insbesondere in sicherheitskritischer Software defensiv programmieren und nicht einfach sagen, wenn der Nutzer dieser Methode seinen Teil des Vertrags nicht erfüllt, dann bin ich auch frei, meinen Teil des Vertrags nicht zu erfüllen. Sondern irgendwie eine Abfangmöglichkeit muss da natürlich eingebaut werden. Sollte, muss nicht, aber sollte.
So, jetzt weiter. Jetzt kommen wir zu einer Schleife, wo wir bis N hochgehen müssen. Und jetzt muss ich mir Gedanken darum machen, wie gehe ich diese Schleife an? Naja, ich berechne immer in jeder Iteration der Schleife einen Wert, nämlich die nächste Fibonacci-Zahl. Und dafür brauche ich zwei andere Werte, nämlich die beiden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen. Und dann muss ich also gucken, dass ich immer in dem Moment, wenn ich in einer Iteration die neue Fibonacci-Zahl habe, muss ich also die letzten beiden Fibonacci-Zahlen parat haben in Variablen drin und muss dafür sorgen, dass die dann entsprechend in jeder Iteration auch wieder aktualisiert werden für die nächste Iteration. Das heißt also, im Grunde brauche ich drei Variablen. Da, wo ich das eigentliche Ergebnis drin haben will, das nenne ich mal ganz programmatisch FIP von n. Dann brauche ich FIP von n minus 1. Ups. So, das wird sicherlich irgendwie initialisiert. Also, Sie sehen weiterhin, ich bin ein Fan von sprechenden Namen, weil man dann sofort immer sehen kann, was die einzelnen Variablen oder die anderen Bezeichner, dann die Variablen, also durch ihren Namen, durch ihren Bezeichner, was die Variablen, Methoden und so weiter tatsächlich tun. Ist, glaube ich, übersichtlicher, als wenn ich jetzt x, y, z oder sowas oder N1, N2, N3 geschrieben hätte oder so etwas. Es gibt auch Leute, die geben ihren Variablen Mädchennamen oder ähnliches. Bin mir nicht sicher, ob das die Lesbarkeit erhöht. Ich würde es bezweifeln. So, jetzt womit initialisieren wir? Naja, mit dem, was wir hier oben am Anfang haben. Minus 2, das ist dann am Anfang FIP von 0. Minus 1, das ist dann FIP von 1. Und jetzt können wir die Schleife machen. Also ich sehe jetzt nicht, womit ich FIP von n initialisieren könnte sinnvollerweise, also lasse ich es erst einmal. While, nee, while, nö, keine While-Schleife. Eine For-Schleife macht doch Sinn. For int. Womit beginnen wir diese Vorschleife? Muss ich mal gucken. Ist mir noch nicht ganz klar. Wieder mal drei Fragezeichen rein, damit es nicht durch den Compiler durchgeht. Gut, es wäre in dem Fall auch nicht so nicht durch den Compiler durchgegangen, aber sicherheitshalber. Dann i kleiner gleich n. I plus plus. So, jetzt muss ich da irgendwas machen. Ich gehe davon aus, jetzt komme ich zu dem Gedanken der Invariante, den wir letztes Mal schon eingeführt hatten. Die Invariante dieser Schleife. Vielleicht darf ich kurz fragen, ob es Fragen gibt. Sie haben eine Frage? Sind da Longs? Ja, da sind Long. Sie haben voll und ganz recht. Es macht absolut keinen Sinn, hier auf int umzusteigen. Vielen Dank. Während das int i da unten, das kann sicherlich stehen bleiben, ne? Weitere Punkte? Gut, also wenn es keine weiteren Punkte gibt, dann möchte ich vorschlagen, sämtliche weiteren Gespräche sehr bequem bei einer Tasse Kaffee im Bistro zu verbringen. Sehr viel bequemer als hier auf diesen Stühlen, nicht? Und sehr viel ungestörter von irgendwelchen Dozenten oder ähnlichem. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich gehe davon aus, jetzt Invariante, wie wir das gemacht hatten mit Vollfunktion. Ich gehe davon aus, dass in FIP von n minus 1 und in FIP von n minus 2 oder ich sollte es eher i minus 1 und i minus 2 nennen,
dass in FIP von i-1 eben Fibonacci von i-1 drinsteht und entsprechend bei FIP i-2. Das heißt also, ich kann, wenn ich das hier auch FIP von i nenne, ich kann jetzt FIP auf i, ich gehe blindlings, wie wir das gesehen haben bei vollständigen Exklusionen, ich gehe blindlings davon aus, dass hier FIP auf i minus 1 minus 1 plus FIP von i minus 2, dass in diesen beiden Variablen jetzt die richtigen Werte drinstehen. Muss ich noch prüfen. Das prüfe ich dann, also dass es richtig am Anfang stimmt. Denn wir werden gleich sehen, wenn es am Anfang stimmt, dann stimmt es die ganze Zeit. Denn jetzt müssen wir dafür sorgen, jetzt haben wir das, was wir eigentlich wollten, dass hier die i-te Fibonacci-Zahl drinsteht, erreicht. Aber das ist nur ein Teil der Invariante, dass nach i-Iteration oder nach so und so viel Iteration hier die richtige Fibonacci-Zahl drinsteht. Es gehört natürlich auch zur Invariante dazu, dass hier die entsprechenden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen drin sind, denn sonst würde das nicht daraus folgen. Und diesen Teil der Invariante haben wir noch nicht gewährleistet durch die Implementation des Schleifenrumpfes. Die müssen wir noch gewährleisten, indem wir die beiden neu setzen. Wie setzen wir die beiden neu? Was vorher minus 1 war, muss jetzt minus 2 sein. Also was vorher i minus 1 war, muss jetzt i minus 2 sein. Was vorher i war, muss dann i minus 1 sein. Jetzt muss ich mir wieder überlegen, wie rum muss ich das machen, welches zuerst, damit ich nicht das Falsches überschreibe. Ich muss also zuerst FIP von minus 1 retten in minus 2. So, jetzt habe ich FIP von minus 1 gerettet, dahin, wo es dann stehen soll. Und jetzt kann ich FIP von minus 1 auf den neuen Wert setzen, für die nächste Runde, für die nächste Iteration, FIP auf i. Und da habe ich das natürlich auch vergessen, so das i dazwischen. So, das müsste doch jetzt erst einmal soweit stimmen, oder? Nochmal gucken. Bitte? Sie müssen FIP von i retten, meinen Sie? Gucken wir mal. Also, warum muss man jetzt FIP von i retten? Nach jeder Iteration gehe ich davon aus, dass hier Fibonacci von i steht. Das muss ich noch gewährleisten. Da muss ich mit der Initialisierung von i noch genau gucken, dass das stimmt. Sondern ich muss erst nach... Und das bleibt ja dann. Ich kann jetzt einfach, da fehlt was, return FIP von i. Ich kann das einfach zurückliefern, denn im letzten Durchlauf wird das gerade wieder gesetzt auf die Summe der vorhergehenden Fibonacci-Zahlen. Und das, was hier noch dann passiert, ist unwichtig. Das hat im letzten Durchlauf keinen Effekt mehr auf das Ergebnis. Gut, jetzt müssen wir noch gucken, dass das hier stimmt. Also FIP von i minus 1 ist, FIP von i minus 2 ist 0, das heißt 0 ist i minus 2, das heißt ich müsste eigentlich die 2 hier hinschreiben, nicht? Und dann stimmt das. Fibonacci von 2 ist Fibonacci von 1 und Fibonacci von 0. Ja, und damit sind wir dann im richtigen Takt drin. Und schauen Sie vielleicht auch noch mal kurz drauf. Ich denke, dass das jetzt korrekt ist. Ich sehe da jedenfalls keine Sache mehr, die drin ist. Sie sehen, drei Variablen, drei Punkte
in der Invariante. Vor und nach jeder Iteration muss gewährleistet sein, dass Fibonacci von i das ist. Aber Fibonacci i-1 und Fibonacci i-2 eben das sind, was die Namen sagen. Kommen wir gleich dazu. Fangen wir erstmal an. Division durch 0, also Korrektheit wieder. Maxi-Version, wie schon gesagt, so, wenn man das wirklich explizit durchmacht. Division durch 0, also Division kommt gar nicht vor. Arithmetischer Überlauf haben wir ausgeschlossen wegen der Vorbedingung, denn wir haben kein Zwischenergebnis. Das ist nochmal wichtig. Da will ich jetzt nicht ohne Kommentar drüber gehen. Der arithmetische Überlauf könnte ja auch bei Zwischenergebnissen passieren, wenn Zwischenergebnisse größer sind als das Endresultat. Aber hier sind alle Zwischenergebnisse kleiner gleich dem Endresultat. Das heißt also, wenn das Endresultat keinen arithmetischen Überlauf produziert, dann auch kein Zwischenergebnis. Aber das ist speziell bei diesen beiden Beispielen, Fakultät und Fibonacci, ist nicht generell so. So, Sie haben eine Frage? Wenn n negativ ist, war die Frage, dann ist die Vorbedingung nicht erfüllt. Das wird nicht gecheckt. Das haben Sie recht. Das wird deshalb nicht gecheckt, weil es eine Vorbedingung ist. Das ist Teil des Vertrags zwischen dem Implementierer dieser Methode und den Nutzern dieser Methode. Wenn der Nutzer nicht sicherstellt, dass n größer gleich 0 ist, dann muss ich als Implementierer auch nicht sicherstellen, dass die Methode irgendwas Sinnvolles macht. Wenn ich das nicht als Vorbedingung stelle, wenn ich beliebiges n zulasse, dann muss ich in der Tat den Fall n kleiner 0 behandeln in der Methode. Also Sie finden verschiedene Fälle auch in der Java API, wo es genau solche Verträge gibt. Das ist jetzt nichts, was sich derweil hier so ausgesponnen hat. Das ist tägliche Realität in der Softwareentwicklung überall, dass man sich genau überlegt, was muss die Methode leisten, aber nur unter welchen Umständen muss sie das tatsächlich leisten. So, also, noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist. Lesender oder schreibender Zugriff auf Null. Wir greifen ja überhaupt nicht auf Klassen oder Arrays jetzt. Es gibt es gar nicht hier drin. Also nein. Und Array-Komponenten auch nicht. Und Würfe von anderen Runtime-Exceptions. Nee. Also eine IO-Exception oder was immer es da so an weiteren gängigen Exceptions gibt, ist gar nicht dran zu denken. Also Checkliste abgehakt. Termination, ja gut, es ist eine Vorschleife, eine ganz stinknormale Vorschleife, wie Sie sie immer kennen, ob die jetzt nun bei 2 beginnt oder wie sonst bei 0, ob hier ein kleiner gleich oder kleiner steht oder was auch immer, ist vollkommen egal. Offensichtlich wird diese Vorschleife terminieren. Also hier leiste ich mir mal das Wort offensichtlich. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ah ja. So, Korrektheit der Resultate, Output und Nachbedingung. Nachbedingung haben wir nicht, wir haben nur einen Output. Ja? Nochmal zur Erinnerung, Nachbedingung haben Sie, wenn Sie beispielsweise einen Parameter reingeben als ein Array, und Sie modifizieren dieses Array, zum Beispiel sortieren Sie die Komponenten dieses Arrays, dann gehört es zur Nachbedingung dazu, dass die Komponenten des Arrays dieselben sind wie vorher, nur in sortierter Reihenfolge. Nachbedingung haben wir nicht, wir haben nur einen Rückgabewert, einen Output. Und können hier jetzt fahren. Was ist die Invariante der Schleife? Und hier machen wir das wieder so. Es ist sinnvoll, sich das einfach anzugewöhnen als praktisch automatisch, das so zu schreiben, wie Sie es auch sowohl bei mir jetzt als auch auf den Testatsblättern und anderswo finden. Nach h größer 0
größer gleich 0 Iterationen gilt. Nach so und so vielen Iterationen gilt, oder warten Sie mal, das braucht man nicht so zu schreiben, man kann es auch ein bisschen einfacher schreiben, vor und nach jeder Iteration gilt, warum gibt ihr mir jedere statt jeder? Na gut. Das Ärgernis ist, ich weiß nicht, wo ich global ausstellen kann, dass da laufend Rechtschreibkorrektur kommt. Ich kann es nur für jede Datei jeweils für sich ausstellen und das vergesse ich natürlich immer. So, das sind 3 Punkte. Kann man ja als solche Punkte mal aufschreiben. Fib of i ist gleich die ite Fibonacci-Zahl. Und nicht vergessen, Teil der Invariante ist Fib of minus 1 ist, wie der Name sagt, Fibonacci von i minus 1 und entsprechend Fib von i minus 2 ist Fibonacci von i minus 2. Ja? Das ist eigentlich hier nur das, was uns interessiert, dass am Ende die richtige Fibonacci-Zahl rauskommt. Logisch. Aber am Ende kommt nicht die richtige Fibonacci-Zahl raus, wenn einer von diesen anderen beiden Punkten hier zu irgendeinem Zeitpunkt nicht stimmt. Weil von da aus ist offensichtlich, kann das Endergebnis auch nicht mehr stimmen. Sie hatten sich, glaube ich, zuerst gemeldet. Ach so, warten Sie mal. Genau, das ist natürlich, vielen Dank, das ist natürlich der Punkt, ich sollte das doch lieber so schreiben, nach h größer gleich 0 Iteration gilt und jetzt muss ich hier das mit dem h umsetzen. Das ist, also wenn Sie die Zählvariable hernehmen, das habe ich jetzt wieder falsch gemacht, aber ganz gut, dass ich das aus Versehen falsch gemacht habe. Wenn Sie die Zählvariable hernehmen, dann kommen Sie in Schwierigkeiten, das zu formulieren. Nach h größer gleich 0, wenn Sie eine andere Variable hinzunehmen und ich nehme typischerweise h, weil ich typischerweise h nicht als eine Variable im Namen hier drin habe, dann können Sie es ordentlich formulieren. So, Fib von i nach h größer gleich 0 Iteration. Nach 0 Iteration, also vor der ersten Iteration, ist das ist das hier Fib von i Moment, gehen wir mal zu denen. Das ist hier Fibonacci von nach 0 Iterationen haben wir hier Fibonacci von h plus 1 und hier haben wir Fibonacci von h, richtig? Nach 0 Iterationen haben wir es fällt mir ein wenig schwer, mich auch selber zu konzentrieren und da es mir leichter fällt, als den Leuten im Publikum sich bei Lautstärke zu konzentrieren, würde ich mal per Transitivität schlussfolgern, dass es auch anderen Leuten schwer fällt, sich jetzt zu konzentrieren durch einen kleinen Geräuschpegel, der eben dank der guten Akustik hier gar nicht so klein ist, wie es einem selbst als Verursacher vorkommt. Vor allem, wenn es akkumuliert. So, also, nach 0 Iterationen steht hier Fibonacci von 0, also vor der ersten Iteration, und hier Fibonacci von 1, stimmt. Nach einer Iteration steht dann hier 1 und hier 2, nach 2 Iterationen und so weiter und so fort, das stimmt. Hier wäre dann Fibonacci von h plus 2, aber erst nach der ersten Iteration. Also hier gilt nach 0 Iteration noch nichts, denn es gab keinen Grund, diese Fibonacci-Zahl zu initialisieren.
Also können wir da auch nichts Sinnvolles aussagen. Ist auch nicht notwendig. Es reicht, wenn nach der ersten Iteration hier dieser Fibonacci-Wert drin steht. Sehen Sie, mit dieser neuen Variablen h kann ich ohne Probleme, die Sie da angesprochen hatten, wie das jetzt vor oder nach ist, welchen Wert hat denn das i dann an dieser Stelle, den Wert von der vorhergehenden Iteration oder den Wert von der nächsten Iteration, kann ich das einfach angeben. So, Induktionsanfang, falsche Induktion, ja. Also h gleich 0 haben wir in dieser Situation. Das heißt, wir haben h, ja, dann haben wir also hier, setzen wir es einfach ein, Fibonacci von i minus 1 ist gleich Fibonacci von 1. Ist gleich 1, ist gleich Fibonacci von 1. Und natürlich dasselbe nochmal mit i minus 2. I minus 2 gleich 0 gleich Fibonacci von 0. Okay. Ein bisschen absetzen, vielleicht so. Sie können das auch umgekehrt sehen. Ja, manchmal muss man sich nochmal genau überlegen, habe ich das jetzt richtig initialisiert? Plus 1, minus 1, stimmt das jetzt genau oder muss ich da vielleicht 1 weiterdenken oder 1 zurückdenken? Die Invariante sagt Ihnen, wie Sie das initialisieren müssen, nämlich so, dass die Invariante vor der ersten Iteration nach h gleich 0 Iterationen korrekt ist. Das wird in komplizierteren Algorithmen nochmal eine Rolle spielen. Da wird es dann wichtiger als hier in diesem einfachen Beispiel der Fall sein. Dass wir genau gucken, aus der Invariante ableiten, was muss zur Initialisierung vor der Schleife eigentlich genau alles passieren. So, wie gesagt, hier, das sind alles noch relativ einfache Beispiele immer. Induktionsvoraussetzung nach h-1 Iterationen. Das ist einfach wieder, das ist immer dasselbe. Das ist die per Induktion zu beweisende Behauptung, die Invariante, angewandt auf die vorhergehende Iteration. Nach h-1 Iteration ist, da klaue ich das mal hier runter. Das ist dann 1 weniger. Das ist der Punkt, wo ich vorhin sagte, da gehen wir blindlings davon aus, dass das stimmt. Das ist die Induktionsvoraussetzung. Also das haben wir für h größer 0, ne? Für h gleich 0 haben wir ja in der Indu haben wir, brauchen wir keine Induktionsvoraussetzung. H gleich 0 haben wir den Induktionsanfang erledigt. So, nach dieser Voraussetzung ist das eigentlich richtig, was ich da mache? Stimmt das eigentlich, was ich hier oben hingeschrieben habe? Nach der Iteration gilt das? Stimmt das eigentlich, wenn Sie sich das mal angucken? Bitte? Genau, das kann nicht stimmen, wenn ich hier am Ende Fibonacci von i minus 1 und Fibonacci von i gleichsetze, dann kann es unmöglich sein, dass hier nach der Iteration verschiedene Werte rauskommen, ne? Also, ich glaube, ich sollte das ein bisschen übersichtlicher anders formulieren, indem ich das so rumdrehe, den nach hinten zu setzen, so. Das wird hoffentlich übersichtlicher. So, ich fange jetzt mit
allen drei Werten initialisiert an, Fibonacci von i, i minus 1, i minus 2 und setze, nee, ist verkehrt. Es ist richtig wichtig, dass wir die in der richtigen Reihenfolge haben, oder? I minus 2, nee, ist doch richtig rum. So, jetzt können wir nämlich sagen, hinterher sind die drei Werte i minus 2, i minus 1 und i tatsächlich das, was wir wollen und brauchen auch gar nicht erst zu schreiben, erst nach der ersten Iteration, denn das gilt schon nach Null-Iteration. Jetzt haben wir eine Korrespondenz hergestellt, wenn ich das richtig sehe, zwischen dem, was ich hier schreibe, was eigentlich in der Schleife passieren soll, was vor und nach jeder Schleife gelten soll und dem, was tatsächlich in der Schleife passiert. Sie haben noch eine Frage? Ja, stimmt immer noch nicht ganz, ne? Sie haben voll und ganz recht. Also, wie müssen wir das jetzt machen? Das muss auf FIP von... Ich glaube, wir lassen es lieber, wie es vorher war, ne? Das wird so nix. Das war dann korrekt und hier brauchen wir nicht initialisieren. Hier müssen wir jetzt aber... Hier müssen wir dann entsprechend ändern. FIP von i, das stimmt weiterhin. Hier muss jetzt h plus 2 und h plus 1 stehen, denn wir haben die beiden ja schon einen Schritt weiter gemacht in diesem Durchlauf, dass das eigentlich schon 1 zu weit ist. So, bitte? Wir müssen alle 1 runter, haben wir es jetzt irgendwann mal. Also hier erst... wieder nach der ersten Iteration. Das hat dann da schon gestimmt. So, jetzt nochmal ganz konkret. Nach null Iterationen war doch richtig, oder was? Nach null Iterationen steht hier FIP von 1, also h plus 1. Nach null Iterationen steht hier 0. Habe ich mich selber jetzt irregeführt? Muss doch richtig sein. Und danach geht es ja weiter, nur FIP muss ich jetzt nochmal gucken. FIP von, da war der Fehler. Da war der Fehler. Nicht hier unten war der Fehler, sondern hier oben war mein Fehler. FIP von h plus 1 steht da. Danke. So, noch eine Frage? Also es muss derselbe Wert sein wie FIP von i minus 1 nach der ersten Iteration und h plus 1 war der richtige Wert von FIP von i minus 1. Nach null Iteration, hier steht ja erst nach der ersten Iteration. Okay, deshalb habe ich das extra dahingeschrieben. Vor der ersten Iteration können wir über FIP von i nichts sagen. So, haben wir es jetzt endlich. So, also nach h-1-Iteration ist jetzt FIP, das ist h plus 1, FIP von, nee, das ist jetzt h, wegen h nach h-1-Iteration, vor der harten Iteration, FIP von i minus 1 ist auch minus 1, nee, FIP, was ist denn das jetzt, FIP von h und FIP von, nee, FIP von i minus 2 ist FIP von h. Fibonacci von h. So, das ist die Induktionsvoraussetzung, ne? Habe ich die jetzt endlich mal richtig gemacht. Hier, einfach hier jeweils h minus 1 eingesetzt, dann wird aus h plus 1 h, h plus 1 wird h, aus h wird h minus 1. So, jetzt haben wir es. Induktionsschritt. FIP von auf i minus FIP von i wird gesetzt auf was? Auf was denn jetzt? Auf die, natürlich auf die anderen beiden, nämlich FIP von
i minus 1 wird gesetzt auf, das mache ich es mal so, plus Fib von i minus 2 können wir einsetzen. Was kriegen wir daraus? Nach Induktionsvoraussetzung ist das Fib von h plus Fib von h minus 1 ist gleich Fib von h plus 1. Dieser Punkt ist richtig. Punkt 1. Das, was rauskommen soll. Aber scharf hingucken. Fib von i minus 1, wo steht das jetzt hier? Fib von i minus 2 wird auf das gesetzt, was vorher Fib von i minus 1 war. Fib von i minus 2 wird auf das gesetzt, was vorher Fib von i minus 1 war. Fib von h. Und Fib von i minus 1 wird auf das gesetzt, was vorher Fib war. Was war denn das jetzt? Moment, irgendwo. Also Fib von i minus 1 wird auf das, genau, wird auf h plus 1 gesetzt, nicht? So. Also wir haben uns das nochmal angeschaut. Es geht tatsächlich auf. In diesem einfachen Beispiel wäre man wahrscheinlich besser gefahren, wenn man sich dieses ganze Primborium gespart hätte. Aber in komplexeren Beispielen ist es schon sinnvoll, das zu durchdenken. Korrektheit des Outputs am Ende. Ja. Am Ende nach der letzten Iteration ist Fib of i gleich das, was dann am Ende hier rauskommt, Fib von n. Ja, h größer gleich 0 Iterationen. Wie viele Iterationen haben wir da? Gleich Fib von h plus 1 gleich Fib von n. Weil wir in der so und so vielen Iteration drin sind. Weil wir mit 2 begonnen haben und nicht mit 1. Deshalb h plus 1 gleich n. Deshalb geht das an dieser Stelle auf. So, noch eine Frage? Stimmt immer noch nicht die Induktionsvoraussetzung? Induktionsanfang ist doch h gleich 0. Hier stimmt irgendwas nicht. Also hier am Induktionsanfang selber ist doch alles korrekt, oder? Der Induktions... Achso, Entschuldigung. Induktionsvoraussetzung. Ah ja. Richtig, das stimmt nicht. Gut. Ach ja, machen wir uns das Leben jetzt an dieser Stelle mal einfach. Wo muss ich das hin? So. Jetzt haben wir es. Man hätte sicherlich an dieser Stelle auch den Text komplizierter schreiben können, aber machen wir es lieber so. Da war noch eine Wortmeldung, glaube ich. Hat sich erledigt. Weitere Wortmeldungen? So, jetzt versuche ich, mich mit meinem niedrigen Koffeinpegel trotzdem nochmal an eine weitere Problemstellung, die haben wir beim letzten Mal gesehen, binäre Suche im Array. Was war das nochmal? Sie erinnern sich, Sie kriegen ein Array, da hatten wir ein schönes Bildchen gesehen, über die ganze Folie hinweg, von ganz links nach ganz rechts. Und wir fangen an, wir setzen links und rechts Marker vor das erste Element, nach dem letzten Element einfach als Indizes. Also minus 1 und Länge sind die beiden Indizes. Und dann gucken wir immer in der Mitte,
ist das gesuchte Element eher links oder rechts oder sogar auf da, wo wir gerade sind. Da, wo wir gerade sind, heißt, es ist gefunden worden. Ansonsten links oder rechts den Marker jeweils entsprechend setzen. So. Das müssen wir jetzt irgendwie implementieren. Da fange ich mal an, andersherum. Ich möchte gerne zu dem Punkt kommen, den wir dann auch später noch bei den komplizierteren Algorithmen sehen. Die Invariante eines Algorithmus ist praktisch seine Idee, seine Essenz, der Gedanke dahinter. So wie Sie das hier im Grunde auch haben. In der Invariante steht die Idee drin, wie sich von Iteration zu Iteration mit diesen beiden Hilfsvariablen Fibonacci von i-1, Fibonacci von i-2 jeweils schrittweise die Fibonacci-Zahl aufbauen lässt. Bitte? Entschuldigung, ja, Sie haben ein sortiertes Array. Genau. Das hatten wir auch auf den Folien gesehen. Wir brauchen jetzt noch hier einen Comparator. Sonst können wir hier nicht von sortiert sprechend. A ist aufsteigend sortiert gemäß der Logik von Comp. So, jetzt haben wir es geklärt, oder? Gut, danke für den Hinweis. So, was haben wir denn hier? So nenne ich den immer, typischerweise. Müssen Sie nicht so nennen. So, die Invariante, der Gedanke hinter dem Algorithmus ist, wir werden jetzt offensichtlich eine While-Schleife brauchen. Ja, wir werden in jeder Iteration so halbieren, wir wissen aber nicht bis wann. Wir können es mit Gewalt zu einer Zählschleife machen, nach logarithmisch vielen Schritten sind wir fertig, sowas. Aber es bietet sich eher an, das zu einer While-Schleife zu machen. Und bei einer While-Schleife kann es durchaus sinnvoll sein, vor und nach jeder Iteration zu schreiben. Vor- und Nach-Iteration gilt. Das, was ich eben gesagt hatte als Idee, wir haben zwei Variable, Indizes, und wir wissen, der Wert, wir grenzen den Wert mit diesen Indizes immer weiter ein. Was heißt denn das, immer weiter eingrenzen? Das heißt, wenn ich einen der beiden Indizes schärfer setze, in die Mitte vom bisherigen Intervall, dann weiß ich, auf der anderen Seite kann der Wert garantiert nicht sein, den ich suche. Andersrum gesagt, wenn ich das korrekt implementiere, dann weiß ich, der Wert, den ich suche, wird immer in dem Intervall drin sein, der zwischen links und rechts eingegrenzt ist. Das war jetzt falsch, denn der Wert muss ja gar nicht drin sein. Wenn der Wert drin ist im Array, dann ist er auf jeden Fall in dem eingegrenzten Intervall drin. Und ich muss so immer verschärfen, schrittweise, dass diese Invariante erfüllt ist. Ja? Ich gehe von der Invariante aus. Das ist das, was ich mir überlegt habe, was ich als Bild vor Augen habe. Was sollte der Algorithmus machen? Und muss dann gucken, dass ich das implementiere. Also falls der gesuchte Wert, der hatte den Namen x, falls x in A vorkommt, dann ist x einer der Werte von A. Wir hatten left plus 1 bis A von right minus 1. Ich hatte es L und R auf der Folie genannt, glaube ich. Hier können wir widersprechende Namen sinnvollerweise hernehmen. Und hier habe ich noch eine Entscheidung getroffen, konsistent zur Folie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Intervall eingrenzen kann. Man kann sagen, die beiden Marker sind gerade soeben ein Index außerhalb des Intervalls. Und dann kommt das dabei heraus. A von left plus 1 bis A von right minus 1. Oder man könnte es auch so sagen, die beiden Marker sind gerade das erste und das letzte, der erste und der letzte Index des Intervalls, in dem das Element noch drin sein könnte, in dem das x noch drin sein könnte. Dann hätte hier natürlich gestanden A von left und A von right.
Ich habe mich dafür entschieden, auf den Folien damals schon, das so zu machen. Man könnte natürlich die Verwirrung noch steigern, indem man sagt, der eine Marker wird gerade so eben außerhalb des Intervalls gesetzt, der andere Marker wird genau auf das letzte Element des Intervalls gesetzt. Das ist eine beliebte Logik bei C++ in der Standardbibliothek bei Sequenzen, die immer wieder zu Verwirrung führt. Machen wir jetzt hier nicht solche Scherze. So, ja, jetzt haben wir in der Invariante die Idee formuliert, was eigentlich passieren soll. So, Induktionsanfang, ja, wie müssen wir left und right initialisieren? Dass da tatsächlich die Invariante vor der ersten Iteration ist left. Unter welchen Umständen stimmt das? Wir wissen ja noch nicht, wo das x ist. Das heißt, wir können noch keinen einzigen Bereich im Array ausschließen. Wir müssen das ganze Array als unser Suchintervall hernehmen. Wie kann das hinkommen, dass wir hier left plus 1 haben? Naja, left gleich minus 1 und right gleich a.length. Ja? Die letzte Array-Komponente hat ja immer Index Länge minus 1, weil Arrays in Java mit Index 0 beginnen. So, dann wissen wir also schon, was wir da zu implementieren haben. Jetzt brauchen wir nicht mehr mit long herumzuhantieren. Int left gleich minus 1, int right gleich a.length. Ups. Und können hier schreiben, okay, abgehakt. Ja, es wird, je komplexer die Software wird, umso wichtiger wird es, dass sie ihre Gedanken verschriftlichen und nicht nur so im Kopf herumschwirren lassen und beides gleichzeitig parallel zueinander. Nicht die übliche Form, erstmal hinhacken, hacken, hacken, hacken und falls noch zufällig Zeit bleibt vor der Abgabe, dann noch ein paar Kommentare irgendwie reinfuschen. Das mag oder mag nicht für Übungsaufgaben funktionieren, dazu möchte ich jetzt keine Aussage treffen, aber professionelle Softwareentwicklung ist das nicht. Das werden Sie dann später auch in anderen Lehrveranstaltungen, namentlich im Bachelorpraktikum, dann nochmal wiedersehen. So, Induktionsvoraussetzung ist jetzt ganz einfach. Vor der fraglichen Iteration gilt die Invariante. Wir betrachten uns eine Iteration, stellvertretend für alle anderen, einfach die Invariante. Ja? So. Induktionsschritt. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie muss das jetzt passieren? Wir haben jetzt das eingegrenzte Intervall innerhalb des Arrays mit Left und Right. Jetzt gucken wir uns die Mitte an. Und was ist denn die Mitte? Sei Mitte gleich, ja, was ist die Mitte? Links plus rechts halbe, ne? Müssen wir aufpassen. Ganzzahlige Division. Das heißt also Division mit Rest. Es kommt also ein Index heraus, nicht so ein halber Index oder so etwas, sondern ein ganzer Index. Und wir müssen uns dann vielleicht doch nochmal dann überlegen, ja. Wo wir dann noch gucken müssen, ist so gegen Ende, wenn die beiden Indizes immer näher zusammenrücken und ganz nah zusammen sind, ob das zusammenpasst. So. Falls x
von, ne, Entschuldigung, ax kleiner a von Mittel ist x, falls überhaupt, in a. Ja, das, was ich eben gesagt habe, jetzt verschriftlicht. Wo ist er dann drin? Im Bereich von left plus 1 bis a von Mittel minus 1. Ne? Das heißt also, das gibt uns schon mal die Handlungsanweisung, falls was wir abprüfen müssen und dann entsprechend hier verschärfen. Und entsprechend dasselbe nochmal umgedreht. Falls x größer a vom Mittel, falls überhaupt in a, vielleicht sollte ich mal ganze Sätze daraus machen, ist x in dem Bereich, x in, falls überhaupt in a, ist x in a Punkt Mittel plus 1 bis a right minus 1. So, das ist korrekt, nicht? Können wir also hochgehen und umsetzen. Gut, jetzt müssen wir erstmal eine Schleife. Keine Ahnung jetzt, was die Abbruchbedingung ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe while true oder ich schreibe meine berühmten drei Fragezeichen. Machen wir es mal mit den drei Fragezeichen. Und da ist eine Wortmeldung. Ja, Gleichheit müssen wir auch noch testen. Das kann man noch davor machen, genau. Ich bin jetzt gerade dabei, den Induktionsschritt zu entwickeln. Ich bin noch nicht fertig. So, solange Fragezeichen. Gut. Ja, also wir nehmen erst einmal die Mitte. Ich weiß nicht, ob Mittel im Englischen das passende Wort an dieser Stelle ist, aber ich habe jetzt keine Lust über, ob man nicht ein anderes Wort für Mitte da verwenden würde. Im Prinzip wäre es sogar der Median in diesem Fall wegen der aufsteigenden Sortierung, aber ich glaube, das wird nur zur Verwirrung führen, wenn ich jetzt, wenn der Leser des Codes dann sich überlegen muss, warum hantiert er da jetzt mit dem Median rum? Sie kennen den Median? In einer Menge von Zahlen die mittlere Zahl, sodass die Hälfte der Zahlen, grob gesprochen, kleiner gleich und die andere Hälfte der Zahlen größer gleich dieser Zahl sind. So, int Mittel gleich, ja, das, was wir da eben hatten, left plus right halbe. So, jetzt fällt mir das auch ein, worauf Sie mich schon hingewiesen hatten, sonst wäre es mir jetzt hier eingefallen. Wir sollten vielleicht auch mal gucken, ob das Element, das wir uns jetzt hier angeschaut haben, ob das tatsächlich auch das Richtige ist. Ob das nicht vielleicht schon das Richtige ist. Falls x gleich a von Mittel, ja, was passiert dann? Dann haben wir das Element gefunden und können true zurückliefern. Jetzt fällt mir da aber was ein. Moment. Wenn ich auf diesen Index zugreife, ja, wir haben ja immer das Thema mitlaufen, lesender oder schreibender Zugriff auf nicht existente Array-Komponente. Wir operieren ja hier mit nicht existierenden Array-Komponenten. Left und Right sind am Anfang nicht existierende Array-Komponenten. Und in der ersten Iteration setzen wir nur eine von den beiden in die Mitte, die andere bleibt nicht existent. Vielleicht auch bei der nächsten und der übernächsten Iteration setzen wir immer denselben Index immer weiter und der andere bleibt nicht existente Array-Komponente. Ja, müssen wir mal gucken. Hier ist es immer so, dass Mittel ein existierender Array-Index ist. Also unter welchen Umständen könnte das denn sein, dass das nicht der Fall ist? Wenn zum Beispiel, wenn gar kein
Array-Element existiert. Den Fall hatte ich hier noch nicht ausgeschlossen. Das merke ich erst jetzt beim Implementieren, dass ich bei den Vorbedingungen noch eine Lücke gelassen habe. Nämlich, es gibt zwei Möglichkeiten in Array, in Java, wie so ein Array praktisch nicht existieren kann, wenn man das so salopp sagen will. Einerseits, dass der Verweis, die Variable a, den Wert null hat, anstatt auf ein Array-Objekt zu verweisen. Es gibt aber auch noch die andere Situation, und da würden wir da unten in Teufels Küche kommen, wo nämlich a.length gleich 0 wäre. Also ein existierendes Array-Objekt mit existierendem Attribut Länge, Length, aber ohne auch nur ein einzige Array-Komponente. Ja, dadurch, dass ich mir überlegt habe, Moment, Array-Zugriff, ist der Index, auf den ich zugreife, tatsächlich in dem Array definiert, bin ich darauf gekommen, Moment, ich muss ja hier noch was nachbessern in den Vorbedingungen. Denn sonst funktioniert das ja nicht. Ja? Wenn gar keine Array-Komponenten da sind, kann ich mich auf den Kopf stellen, das wird schief gehen, dieser Zugriff hier, dieser lesende Zugriff. Egal welchen Wert Mittel hat, brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Gut, dann haben wir das erst einmal geklärt. Stimmt das dann jetzt, wenn ein Array auch nur ein einziges Element hat, dann wird die Mitte im Array drin landen, offensichtlich. Ja, auch nur mit einem einzigen Element wäre die Mitte von 0 und die Mitte von 0 und 1 halt, stimmt immer noch nicht. Aha. Wenn das Array nur ein einziges Element hat, dann würden wir hier 0 plus, doch, 0 plus, nee, minus 1 plus 1 eben 0, halbe, doch, stimmt. Okay, selbst wenn das Array nur ein einziges Element hat, kommt hier ein existierende Array-Komponente, ein existierender Array-Index hinaus. Okay, bin ich jetzt der Meinung, dass dieses Problem geklärt ist. Also Sie sehen, da kann schon manchmal eine, selbst in unscheinbaren Methoden, kann schon das eine oder andere zu überlegen drin sein. So, jetzt müssen wir diese Fälle machen, und jetzt habe ich übersehen, dass ich ja eigentlich mit Comparator-Logik arbeiten will. Also muss ich das umformulieren, compare x, wenn dieser Wert gleich 0 ist, dann will ich zurückliefern. So, jetzt kann ich die anderen beiden Fälle betrachten, ifcomp, compare von x und a in the middle, wenn das kleiner 0 ist, dann heißt es, x ist kleiner als dieser mittlere Wert. Dann haben wir gesehen, was passieren muss, nämlich, dass wir dann den rechten adjustieren müssen. Wo setzen wir den rechten hin? Den setzen wir gleich auf Mittel. Ja. Die Logik war ja immer, dass Right und Left genau eins außerhalb von dem betrachteten Bereich liegen. Wir können Right problemlos auf Mittel setzen in diesem Fall, weil Mittel haben wir schon abgeprüft, in Mittel steht das X nicht drin. Also, wenn wir Right auf Mittel setzen, dann ist Right wieder eins neben dem noch zu durchsuchenden, noch weiter zu behandelnden Intervall im Array. Und hier können wir jetzt einfach können wir ein else machen? Nee, else können wir nicht machen. Else können wir nicht machen, weil, können wir machen oder können wir nicht machen? Nee, else können wir nicht machen, weil wir auch in dem Fall bei gleich, nee, können wir machen, weil wir return machen, genau. Hier können wir jetzt else einfach machen. Irgendjemand hat doch gesagt, vielen Dank dafür. Dadurch, dass wir hier ja rausgehen, haben wir hier noch die Fallunterscheidung kleiner 0 oder größer 0. Also können wir hier spiegelsymmetrisch left gleich mittel setzen.
So, spannende Frage. Unter welchen Umständen muss jetzt die Schleife nicht hier mit Return True aussteigen, sondern ganz normal aus der Abbruchbedingung aussteigen? Und wenn er aus der Abbruchbedingung aussteigt, das können wir schon mal mit Sicherheit sagen, steigt er aus, weil er das Element nicht gefunden hat. Und wenn er das Element nicht gefunden hat und er steigt nicht zu früh aus, sondern bis zum bitteren Ende, dann können wir voll zurückliefern. So, was ist jetzt die Bedingung, die wir hier hinschreiben müssen, damit das passt? Und while true, würde ich vorschlagen, ist in diesem Fall keine gute Bedingung. So, wie sieht das aus? Unter welchen Umständen wissen wir ganz sicher, dass x nicht mehr in dem Array drin ist? Also wir wissen, nach Invariante ist das x in dem Bereich drin, das durch Left und Right eingegrenzt wird. Und zwar jeweils exklusive. Echt da drin. Ich weiß nicht, ich glaube, Sie hatten sich zuerst gemeldet. Wenn links gleich rechts ist, ja, ich würde sagen, das ist sogar zu scharf. Ich weiß jetzt nicht, wer, ich glaube, hier vorne war jemand, der zweite. Genau, wenn rechts nur noch ein größer als links ist, dann sind wir schon auf der sicheren Seite, ne? Beziehungsweise, um ganz auf die sichere Seite zu kommen, sollten wir das nicht mit gleich, sondern mit kleiner gleich oder größer gleich machen. Wenn left größer gleich oder left plus 1 größer gleich right ist. Habe ich das jetzt hier richtig gemacht? Nein? Wieso nein? Ja, aber das ist der Gag. Also die Frage war, wie kann left plus 1 größer gleich sein? Left ist doch immer kleiner. Das ist der Gag. Am Ende, wenn sie zusammenkommen, ist das vielleicht genau die. Es ist nur so lange kleiner, wie wir noch Werte dazwischen haben. So wie sich. Kommst du da nie rein mit dem Array von Länge 100? Also machen Sie bitte einen Gegenvorschlag. Ja? Ach so, danke. Ich habe jetzt Fortsetzungsbedingungen und Abbruchbedingungen verwechselt. Ja, kann auch passieren. Danke für den Hinweis. Solange echt noch was zwischen den beiden ist, solange kann nichts. Solange müssen wir noch weiter suchen. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, kann sich das irgendwie mal festfressen hier? Kann sich nicht festfressen, solange die beiden sich um mindestens zwei unterscheiden, ja, genau das steht ja auch da, gleich. Solange die beiden sich um mindestens zwei unterscheiden, bedeutet es, die Mitte ist echt zwischen den beiden. Ist echt zwischen, Mittel wird immer, solange diese Bedingung gilt, wird Mittel immer echt zwischen Left und Right landen. Muss man sich auch noch überlegen. Nicht, dass er sich da festfrisst und laufend dieselben Werte nur berechnen und nicht mehr vorwärts kommen. Da war noch eine Wortmeldung? Okay. Das hatten wir vorhin schon betrachtet. Wenn es ein Array-Element ist, dann steht am Anfang Left gleich minus 1, Right gleich plus 1 und Middle ist 0. Passt. War noch eine Frage da irgendwo? Ja? Ich habe ein Array mit zwei Elementen und ich suche das zweite. Sind Sie der Meinung, dass das dann schief gehen wird? Warum sind Sie der Meinung, oder was ist der Fehler? Wie ist die Fortsetzungsbedingung korrekt? Ach so, wissen Sie es noch nicht. Also Sie meinen, mit zwei Elementen ist die Fortsetzungsbedingung falsch. Solange left plus 1 kleiner right ist, das sehe ich nicht. Zwei Elemente heißt, left ist initialisiert mit 0, right ist initialisiert mit 2. Meines Erachtens passt das. Was heißt, Sie wollen es durchgehen? Wollen Sie hier vorkommen und mit uns. Würde ich vorschlagen, fällt es jetzt nie.
Also nochmal, wir haben zwei Array-Elemente. Länge ist 2. Left wird initialisiert mit 0, Entschuldigung, mit minus 1. Und right wird initialisiert mit 2. Middle wird 0. So. Middle wird 0, das heißt left wird 0. So. Dann haben wir left gleich 0, right gleich 2. Dann wird middle als nächstes 1 und er findet das Element. Ich sehe nicht, dass da was falsch läuft. Genau, in dem Fall, wo Sie sagten, dass er falsch läuft, geht es. Also überlegen Sie sich nochmal, wenn Sie der Meinung sind, dass das falsch ist, überlegen Sie sich nochmal und posten Sie dann gerne im Forum und dann werde ich natürlich entsprechende korrigierte Version hochladen. Da war noch eine Frage. Bitte? Ich verstehe Sie leider schlecht. Erste Zeile in der While-Schleife. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Rückkopplung. Da ist noch ein Fehler in der ersten Schleife, in der While-Schleife. Wieso ist da ein Fehler drin? Left plus right halbe? Bitte? Ja, wir wollen in zurück. Wir kriegen auch ein in zurück, weil left und right vom Typ in sind. Das heißt, alle Operanden sind ganzzahlig. Das heißt, sie haben ganzzahlige Division mit Rest. Nur dann, wenn einer der beiden Operanden oder beide Operanden float oder double wären, nur dann wäre es tatsächlich, würde tatsächlich ein möglicherweise ein halbzahliges Ergebnis rausgekommen vom Typ float oder double. Okay. Gut, schwere Geburt. Division durch 0. Wir dividieren, aber nicht durch 0, sondern durch 2. Kann nicht sein. Arithmetischer Überlauf. Eine Array-Länge kann gar nicht so groß sein wie der größte Int-Wert, sondern muss ein bisschen kleiner sein. Und damit kann auch die initiale Setzung von write keinen arithmetischen Überlauf geben. Und dann alle Zwischenergebnisse, die wir haben, sind zwischen left und right. Und left und right gehen ja immer kleiner. Das heißt also, arithmetischer Überlauf kann nicht passieren. Lesender oder schreibender Zugriff auf 0 kann nicht passieren, denn wir haben vorausgesetzt, halt einen Punkt noch, CMP muss ungleich 0 sein. Ah, gut, dass wir die Checkliste haben. Hier ist noch eine Voraussetzung, die gefehlt hat. Die beiden Objekte, die wir haben, das Array und der Comparator, die sind beide nach Voraussetzung ungleich 0. Und damit kann es keinen Lesen und Schreiben Zugriff auf 0 geben, wenn der Nutzer der Methode den Vertrag einhält. Bitte. Okay, Sie haben voll und ganz recht. Es kann tatsächlich ein arithmetischer Überlauf passieren. Wow, danke für den Hinweis. Sauerei. Also nicht, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Also, naja, a.length kleiner gleich. Wie heißt das? Max int, int max, ich verwechsel das immer. Integer Punkt Max Value heißt es in Java, ja. Sorry, ich bin eigentlich kein Java-Programmierer. Merkt man vielleicht manchmal. Kleiner gleich halbe. So. Klar, Sie haben voll und ganz recht. Es kann hier einen. Kann das passieren? Moment. Kann es passieren? Kann es passieren? Ja, kann passieren, Sie haben recht. Wenn das Element, das zu suchen ist, ganz weit rechts ist im Array, dann kann das passieren, wenn wir das nicht vorher hier abfangen. Vielen Dank dafür. Man kann es natürlich auch reparieren, indem man die Formel hier anders schreibt, aber wir machen uns das Leben jetzt hier mal einfacher. Ich meine, wir werden typischerweise nicht bei der Array-Länge die Größe des Datentyps int ausreizen. So, Stress lass nach. So, Lesen oder Schreiben Zugriff auf nicht existente Array-Komponente haben wir geklärt, passiert nicht. Würfe von anderen Runtime-Exceptions kann bei dem Code jetzt eigentlich auch nach menschlichem Ermessen nicht passieren.
So, Termination. Jetzt kommt der zweite Teil, der hier interessanter wird. Neben der Invariante kommt jetzt die Variante. Wir hatten zwei Bestandteile, die Invariante, mit der wir uns auch heute nochmal beschäftigt haben, und die Variante, die wir bisher so ein bisschen ausgelassen hatten, weil sie bisher noch nicht so dramatisch war bei den bisherigen Beispielen. Und darf ich noch ein bisschen die letzten 10 Minuten um Ruhe bitten? Für mich ist die Konzentration auch langsam ein bisschen schwierig. Ich muss 3 Sachen gleichzeitig machen. Ich muss zu Ihnen sprechen, ich muss zur Aufzeichnung sprechen und ich muss mir überlegen, was ich hier für einen Mist baue. Also das zehrt natürlich nach 1,5 Stunden schon ein bisschen an der Konzentration. Und ich muss mit Ihnen interagieren, was ja auch noch durchaus ein bisschen zehrt. So, die Variante, ist das, was sich von Iteration zu Iteration, von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf ändert und damit gewährleistet, dass wir doch zur Abbruchbedingung kommen. Und das, was sich tatsächlich ändert, ist der Abstand zwischen links und rechts. Also das können wir als Differenz natürlich schreiben, wird echt kleiner. Wird in jeder Iteration echt kleiner. Das haben wir geklärt durch diese Berechnung, dass wir den mittleren Wert nehmen und einen von den beiden right oder left auf diesen mittleren Wert nehmen, wird es echt kleiner. Es macht Sinn, hier auf jeden Fall echt zu schreiben, um sicherzustellen, Sie wissen ja, kleiner gleich, würde es sonst vielleicht auch heißen, aber kleiner gleich ist hier nicht ausreichend. Kleiner gleich würde nicht beweisen, dass die Schleife am Ende durch das schrittweise Zusammenwachsen von Left und Right tatsächlich terminiert. Also schreibe ich sicherheitshalber echt kleiner. So, Korrektheit der Resultate, das hatten wir alles schon. So, das stimmt. Korrektheit des Outputs, falls x gleich a mittel in einer Iteration, ja, Rückgabe, dann wird, wenn wir nochmal schauen, dann wird true zurückgeliefert. Ja. True ist korrekt. Ansonsten folgt aus, kann ich eigentlich schreiben, sofort aus der Invariante, dass x nicht aus der Invariante und der Abbruchbedingung, also der logischen Negation von der Fortsetzungsbedingung, dass x nicht in A sein kann. Denn was passiert? Die Invariante sagt, wo ist die Invariante? Da. Falls x überhaupt im Array A vorkommt, dann ist x in dem Intervall zwischen left plus 1 einschließlich und right minus 1 einschließlich. Okay, das sagt die Invariante. Und die haben wir bewiesen. Und wenn jetzt left plus 1 größer gleich right wird, dann wird dieses Intervall, in dem x noch vorkommen kann, falls es überhaupt vorkommt, leer. X kann natürlich nicht in einem leeren Intervall vorkommen. Die Invariante sagt, falls x überhaupt vorkommt, kommt es in diesem Intervall vor. In diesem Intervall kann es nicht vorkommen. Schlussfolgerung, x kommt gar nicht im Array vor. Also, v
folgt hier, Rückgabe false ist korrekt. Das ist genau das, was wir hier zurückgegeben haben, wenn die Schleife zu Ende kommt. Also Sie sehen hier an diesem einfachen kleinen Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, dass man die Gedanken, die verschriftlichen Gedanken, am besten verschriftlicht, wenn es etwas komplizierter wird, wie man die zusammen entwickeln kann und sollte, zusammen mit dem Code, nicht erst implementieren. Und vor allem ist es ja auch verführerisch dann hinterher, dann erst implementiert man und dann ganz schnell einfach abgehakt. Okay, ohne sich nochmal anzugucken, ob die Implementation tatsächlich das leistet, was da drin steht. Das ist verführerisch, das ist menschlich, aber das ist natürlich brandgefährlich. So schleichen sich Fehler ein, ganz schlimme Fehler, weil sie der Dokumentation nicht entsprechen. Ja, also da kann man lange dran suchen. Solche Fehler zu finden ist teuer. Beziehungsweise, wenn sie im praktischen Einsatz, Stichwort Ariane-Rakete, erst auftreten, dann wird das natürlich besonders teuer. So, mit diesem Wort zum Tage, Wort zum Sonntag sozusagen, möchte ich Sie für diese Woche entlassen aus der Vorlesung AOD, nicht aus der AOD insgesamt, und wünsche Ihnen dann noch eine weitere schöne Woche nebst angenehmem Wochenende. Bis zum nächsten Mal.